Liebe Community, ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken für die zahlreichen Kommentare und Zuschriften. Es erfüllt mich mit Freude zu sehen, wie tief ihr in die faszinierende Welt des inneren Stroms eingetaucht seid. Dank eurer Unterstützung haben wir unseren ersten Meilenstein auf YouTube erreicht. Über 500 Abonnenten. Eure Begeisterung und euer Feedback bedeuten mir unglaublich viel und motivieren mich, weiterhin spannende Inhalte für euch zu schaffen. Ich kann es kaum erwarten, gemeinsam mit euch weitere Abenteuer in dieser interessanten Welt zu erleben. Ein großes Dankeschön von Herzen an jeden Einzelnen von euch. In einer Welt, in der Wünsche mühelos durch Hightech-Magie in Erfüllung gehen und Mangel ein Fremdwort ist, wachsen die Zwillinge Aurora und Serafina in der schillernden Schwarmgesellschaft auf. Diese Gesellschaft wurde von den Architekten des Fortschritts mit größtem Fleiß geschaffen und ihre Schöpfer tragen die Narben früherer Entbehrungen in sich. Doch trotz des Luxus, der sie umgibt, ist das Leben der beiden Mädchen alles andere als gewöhnlich. Sie sind Töchter des mächtigsten Telepathen im Schwarm und seit ihrer Kindheit in der Lage, die Gedanken und Gefühle lebender Wesen nach Belieben zu manipulieren. Ihre immense Kraft, die sie von den Autreska geprägten Genen geerbt haben, verstärkt zudem ihre Fähigkeiten und stürzt die Gesellschaft in ein gefährliches Spiel. Als die Zwillinge ins Teenageralter kommen, beginnt ihre Mutter Talia zusammen mit ihren 6 Tanten, selbst Autreska, eine alarmierende Veränderung zu bemerken. Die begnadeten Mädchen, die von allen als Engel wahrgenommen werden, nutzen zunehmend ihre Kräfte, um ihren Willen durchzusetzen. Der einstige Stolz der Schwarmgemeinschaft wandelt sich in Besorgnis, als immer klarer wird, dass Aurora und Serafina ihre Kräfte nur für ihre eigenen Zwecke ausspielen. Henry, einer der mächtigsten Telepathen und der Vater der beiden, spürt das drohende Unheil. Er ist sich der tiefen Auswirkungen seiner eigenen Fähigkeiten auf den Geist seiner Töchter bewusst und interveniert deswegen nur sehr sanft, um den negativen Einfluss seiner Töchter auf die Gemeinschaft einzuschränken. Doch mit der Zeit wird es für ihn immer schwieriger, sie sanft zu bändigen, ohne ihnen zu schaden. Ein Schicksalsstrang führt ihn zu einer geheimnisvollen jungen Frau, Vivian Vergo, die er nicht direkt beeinflussen kann. Er erkennt, dass er nur durch das Umfeld von Vivian auf sie einwirken kann. Doch bevor er sich darauf konzentrieren kann, muss er zunächst bedeutende Bedrohungen abwenden, die die Galaxie sonst erschüttern wird, bevor er bei Vivian um Hilfe für seine Töchter bitten kann. Der Konflikt zwischen Macht und Verantwortung spitzt sich zu, während die Uhr unaufhaltsam tickt. Als Vivian die Zwillinge aus einer verzweifelten Lage rettete, geschah etwas Unglaubliches. Zum ersten Mal in ihrem Leben waren sie von jemandem wirklich beeindruckt. Doch das würden sie niemals zugeben, selbst wenn sie mit einer Reise zu den legendären Eismonden von Chaga bestraft würden. Stattdessen begannen sie, einen neuen Plan zu schmieden, um zurück auf ihren schnellen Kreuzer zu gelangen, den sie unlauter ohne Erlaubnis repliziert hatten. Doch Vivian, die die Zwillingsdynamik bestens kannte, war ihnen bereits einen Schritt voraus. Sie hatte Quanta, die hochentwickelte Bord-KI, beauftragt, ein unüberwindbares Sicherheitsprotokoll zu installieren. Jetzt war es unmöglich, dass jemand, der nicht Vivian selbst war, den Zwillingen die Erlaubnis erteilen konnte, egal wie überzeugend sie argumentierten oder flehten. Und als ob das nicht genug wäre, hatte Vivian noch einen letzten genialen Schachzug auf Lager. Jedes Mal, wenn die Zwillinge versuchten, sich unbemerkt zum Kreuzer zu begeben, wurden sie automatisch zurück zu ihr teleportiert. Es war ein raffiniertes Spiel aus Macht und Kontrolle. Und während die Zwillinge in ihrem stillen Kampf um Freiheit und Anerkennung weiterkämpften, wusste Vivian, dass sie mit jedem gescheiterten Versuch nur noch mehr in Vivians Netz gefangen waren. Ein packendes Duell der Willen hatte begonnen und die Zwillinge waren entschlossen, das Spiel zu gewinnen, auch wenn sie noch nicht genau wussten, wie. Nach der Rettung durch Vivian standen die Zwillinge wie betäubt da, ihre Augen weit aufgerissen vor Staunen und Anerkennung. Es war ein Moment, der für sie so unerwartet war. Sie wagten es kaum, sich anzusehen, aus Angst, dass die andere die neu entdeckte Bewunderung in ihren Augen sehen könnte. In einem kurzen Blick trafen sich ihre Blicke und sie wussten, dass sie sich gegenseitig an diesem historischen Ereignis festhalten mussten, selbst wenn keine von ihnen es laut aussprechen würde. Die jüngere der beiden, Serafina, mit einer Mischung aus Respekt und Neid, murmelte:
Kannst du glauben, dass sie das getan hat? Während die ältere Schwester Aurora anerkennend nickte, auch wenn sich ihre Stimme in sarkastischem Tonfall ausdrückte. Ja, das war ganz schön beeindruckend, aber das heißt nicht, dass wir ihre Befehle befolgen müssen. Ein unbehagliches Schweigen breitete sich zwischen ihnen aus, als die Realität ihrer Situation zurückkehrte. Tief in ihrem Inneren waren sie niedergeschlagen und wütend darüber, dass sie auf Hilfe angewiesen waren. Es war das Letzte, was sie sich je hätten träumen lassen. Jemand anderes, insbesondere Vivian, hatte ihnen das Leben gerettet. Sie hatten immer geglaubt, dass sie allein auf sich gestellt und unbesiegbar seien. Trotz ihrer inneren Kämpfe schrieben sie sich aufs neue Ziel, zurück auf ihren Kreuzer zu kommen, in ihre Pläne. Der Gedanke, erneut zu versuchen, die Kontrolle über ihr eigenes Schicksal zu gewinnen, erfüllte sie mit einem Hauch von Abenteuerlust. Doch diesmal war da auch eine leise, nagende Unsicherheit, eine leise Stimme in ihrem Hinterkopf, die sie fragte, ob sie diesmal gegen Vivian gewinnen könnten, ein kleiner Samen des Zweifels. Schließlich standen sie da, Schulter an Schulter, ihre Entschlossenheit neu entflammt. Sie würden nicht zulassen, dass Vivian sie bezwang. Nach der Vernichtung des Artefakts wollte der Aquarianer Gorok die Person kennenlernen, die dem Artefakt nicht nur widerstehen konnte, sondern es auch noch vernichtet hatte. Vivian hatte lediglich eine Frage, wo sollte das Treffen stattfinden? Als Gorok eine Basis auf dem Meeresgrund als Treffpunkt nannte, prüfte Vivians Crew lediglich, ob eine atembare Atmosphäre vorhanden war. Als feststand, dass Vivian keinen Schutzanzug brauchte, zappte sich Vivian und die Zwillinge zum angegebenen Ort. Trotz einem gewissen Sicherheitsabstand war das urplötzliche Auftauchen von Vivian und den Zwillingen für die Aquarianer und die Aquatis eine erschreckende Erfahrung. Nach einer gefühlten Ewigkeit fand Gorok zu seiner gewohnten Ruhe zurück. Eine interessante Technik besitzen Sie. Ich muss Sie leider enttäuschen. Dies ist eine Gabe, keine Technik. Ich kann sie nicht einmal mit Ihnen teilen. Sie ist ein fester Teil von mir. Ich bin beeindruckt, wenn ich bedenke, wie weit Sie gesprungen sind. Die Entfernung, auch Wände und Shots scheinen kein Problem dabei zu spielen. Die erste Verstimmung von Gorok war durch das Interesse an Vivians außergewöhnlicher Gabe gewichen. Wie konnten Sie dem Artefakt... Entschuldigen Sie, Captain. Ich muss Sie unterbrechen. Unsere Langstreckenscanner haben eine besorgniserregende Entdeckung gemacht. Es ist angezeigt, dass Sie sich umgehend im Besprechungsraum mit mir treffen. Ist es möglich, dass ich die Aquarianer und Aquatis zur Besprechung mitbringe? Ja, Captain. Das wollte ich soeben vorschlagen. Schließlich betrifft es letztlich Ihren Sektor. Quanta zeigte ein Live-Bild der Langstreckensensoren. Es handelte sich um ein großes, fast rundes Objekt mit tentakelartigen Auswüchsen. In den Datenbanken des Schwarms war dieses Objekt lange vor dem Lorianischen Krieg durch den Schwarm entdeckt worden. Wir erinnern uns an Folge 15. Quanta blendete eine Dokumentation der damaligen Ereignisse für alle Anwesenden ein. Commander Jack, Ihre Verstärkung ist einsatzbereit. Sehr gut. Dann lassen Sie uns beginnen. Ich beginne mit dem Scannen der Frequenzen. Eine Frequenz im unteren Frequenzband ist aktiv. Ich schalte Sie auf das Frequenzband Commander Jack. Hier spricht Commander Jack von der Jägerstaffel Durox. Wir erforschen diesen Sektor und sind auf Ihr Schiff gestoßen. Wir möchten mit Ihnen friedlichen Kontakt aufnehmen. Die Nachricht wurde empfangen, jedoch keine Reaktion darauf. Wir versuchen es nochmals. Hier spricht Commander Jack von der Jägerstaffel Durox. Wir erforschen diesen Sektor und sind auf Ihr Schiff gestoßen. Wir möchten mit Ihnen friedlichen Kontakt aufnehmen. Bitte geben Sie ein Lebenszeichen von sich. Die Nachricht wurde empfangen, jedoch keine Reaktion darauf. Schicken Sie eine unbewaffnete Speersonde. Jawohl, Commander Jack. Die ersten Daten werden übertragen. Es gibt keine Sauerstoffatmosphäre. Der Boden und die Wände leben.
Das Beleuchtungsniveau ist sehr gering. Der Hohlraum ist gewaltig. Rückzug. Fluchttunnel öffnen. Wenige Dorsek später im Kommunikationscenter. Welche Funktion hat dieser Raum? Er dient der Langstreckenkommunikation. Auf diese Weise können wir in Echtzeit mit jedem im Schwarm kommunizieren. Admiral, ich brauche Ihren Rat. Worum geht es, Miss Vergo? Wie Sie sicher wissen, haben wir ein sehr altes Objekt hier im Quadranten wiedergefunden. Was empfehlen Sie, wie wir vorgehen sollen? Der erste Kontakt ging einseitig aggressiv zu Ende. Das legt den Schluss nahe, dass ein weiterer Kontakt nicht besser verlaufen wird. Zum nächsten die Schiffe, die in unmittelbarer Nähe des Objekts zu sehen sind, sind ganz offensichtlich die Schiffe der Insektoiden. Inwieweit sie zusammengehören, muss noch geklärt werden. Papst Serafina und ich werden es untersuchen. Ihr werdet gar nichts tun, was ihr tun dürft, bestimmt Miss Vergo und sonst niemand. Euer Vater hat mich wissen lassen, warum er so sanft zu euch ist. Eure Tanten und ich sind der Meinung, er soll das bleiben lassen. Wenn ihr noch einmal so dermaßen über die Stränge schlagt, wird euer Vater euch mental übers Knie legen. Ich hoffe, wir haben uns verstanden. Bitte nicht. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Miss Vergo, wir überlassen es Ihnen, wie Sie mit den Zwillingen verfahren. Okay, das kommt jetzt unerwartet. Miss Vergo, seit ihrem ersten Kontakt mit den Insektoiden, ist eine neugebaute Flotte zu Ihnen unterwegs. Sie haben ab jetzt die Befehlsgewalt über diese Flotte. Mein Rat, warten Sie, bis die Flotte bereit ist. Wie groß ist Ihre Gemeinschaft? Derzeit sind es 12 Spezies, bei insgesamt 14 Milliarden Entitäten. Wir haben einen Wüstenplaneten terraformiert und zwei Sphären um den Planeten gebaut, was die bewohnbare Fläche verdoppelt hat. Wahnsinn! Eine Sache noch. Meiner Information nach sind Sie nicht in der Lage, Schiffe in der Größenordnung der Darkor oder größer zu bezwingen, falls nötig. Deswegen mache ich Ihnen einen Vorschlag. Wir untersuchen das Objekt. Ich bin einverstanden. Ich überlasse es Miss Vergo, ob Sie an Bord bleiben können oder nicht. Während alle Beteiligten auf die Ankunft der Flotte warteten, wollte Vivian den Zwillingen die Gelegenheit geben, sich abzureagieren. Da die Zwillinge Vivian nicht telepathisch beeinflussen konnten, mussten sie einen anderen Weg beschreiten. Vivian wusste dies. Sie hatte dafür gesorgt, dass der Frust bei den Zwillingen entsprechend hoch war, um endlich bei den beiden durchzudringen. Ich habe für uns im Hangar von Quanta einen Ring aufstellen lassen. Darin könnt ihr euren Frust an mir auslassen. Jedes Mal, wenn ihr mich besiegt, bekommt ihr ein Stück von eurer Freiheit zurück. Es liegt an euch, wie lange es dauert. Was Aurora und Serafina nicht wussten, dass Vivian von Raynox, einem Elitesoldaten, eine sehr, sehr lange Zeit trainiert worden war. Wenig später im Umkleideraum. Erkläre mir mal bitte, was da eben passiert ist. Vivian hat einen Schlag, so hart wie der Tritt eines terelianischen Reittiers. Genau. Und sie hat ebenso viel Kraft wie wir. Außerdem hast du bemerkt, sie kam nicht mal in Schwitzen. Richtig, und sie hat auch nicht schneller geatmet. Ich glaube, langsam Paps wusste genau, was Vivian drauf hat. Das glaube ich auch. Wir haben richtig Prügel bezogen. Und ich glaube nicht, dass wir sie jemals bezwingen werden. Wir hätten den schnellen Kreuzer nicht replizieren dürfen. Ich glaube, das war zu viel. Mag sein. Aber wir hätten Vivian niemals kennengelernt. Auf eine seltsame Art und Weise imponiert sie mir sogar. Mir auch. Das sagen wir ihr jetzt aber nicht? Spinnst du? Das behalten wir schön für uns. Trotzdem, alleine wie sie mit dem Artefakt umgegangen ist, dann wie sie verhindert hat, dass die Aquarianer diese Insektoiden platt machen. Sie ist die erste Person außer Paps, gegen die wir keine Chance haben. Zumindest nicht im Moment. Ich glaube nicht, dass wir das je haben werden. Du hast Papst gehört. Selbst er kann Vivian telepathisch nicht beeinflussen. Vivian war sich nicht ganz sicher. Sie hat das Gefühl, dass die Zwillinge sich ihr gegenüber anders verhielten.
Besonders fiel ihr auf, dass sie sich Mühe gaben, dass keiner es bemerkte, dass sie Vivian zum Teil nachahmten. Captain, wir erhalten einen Funkspruch auf Schwarmfrequenz. Dax, öffne den Kanal. Hier spricht Captain Brock. Wir nähern uns Ihrem Aufenthaltspunkt. Captain Brock, sobald Sie vollständig angekommen sind. Gehen Sie auf vollen taktischen Zustand. Wir werden umgehend aufbrechen zum Objekt. Jawohl, Commander. Zisch, Dax, ihr habt es gehört. Jawohl, Commander. Jawohl, Commander. Es war soweit, die neue Flotte unter dem Kommando von Vivian kam bei Aquarius an. Gorok verschlug es den Atem, eine Flotte dieser Größe und dieser Schlagkraft besaß nicht einmal Aquarius. Kaum war die Flotte aus dem Hyperraum versammelt, ging sie in vollen taktischen Zustand. Der Orbit über Aquarius war wieder scheinbar leer. Vivian gab den Befehl zum Sprung auf die Position des Objekts. Vivian wies Quanta an, eine Miniatursonde bereitzumachen. Vivian selbst würde sie vor Ort zappen. Quanta, was sagen deine Scanner? Ich kann nur ein Lebewesen erfassen. Dies ist jedoch nicht Insektoid. Auf den drei Schiffen kann ich sie ohne Probleme alle erfassen. Gut, dann zappe ich die Sonde in den von dir ermittelten Bereich. Wir dürfen gespannt sein. Die Sprache der Insektoiden war dermaßen ungewöhnlich, dass die Übersetzungsmatrix nicht weiterkam. Die Crews der Flotte arbeiteten fieberhaft an einer Lösung.